Hallo und herzlich willkommen zurück zu Randall's Monday. An alle, die das hier sehen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Für mich ist immer noch derselbe Tag, ich produziere vor wieder mal. Zwar nur geringen Tagabstand, aber es muss ja sein. Außerdem kriege ich nachher noch Besuch und da muss ich dann nicht haben, dass ich dann nachher zigtausend Leute kommuniziere und so. Und deswegen machen wir mal direkt hier weiter und gehen jetzt erstmal bei Charlie in den Comicbuchladen und gucken, was dann da passiert. Hey, was geht, Charlie? Du siehst ziemlich fertig aus. Bring mich einfach um, Randall. Ich kann diesen Song einfach nicht mehr ertragen. Hast du es mit Steckerziehen probiert? Ja, aber es hört nicht auf. Irgendjemand muss letzte Nacht hier eingebrochen sein und mein Sicherheitssystem lahmgelegt haben. Was haben sie denn mitgenommen? Sieht alles ganz normal aus hier. Die haben den Super-Zuckerschnecke-Unterwäschekatalog von 1972 mitgehen lassen. Wer immer das auch war, die wussten genau, was sie treiben. Oh, Scheiße, der ist ein Vermögen wert, oder? Keine Sorge, ich bin versichert. Nur der Song macht mich irre. Ich krieg das nicht abgeschaltet und der Techniker kommt erst morgen. Ha, Kopf hoch, Kumpel. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt der Song. Tja, du hast ja auch einen scheiß Musikgeschmack. Ich würde dir ja in die Eier treten, wenn ich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, mir die Ohren abzuschneiden. Komm schon, Charlie, das ist ein Klassiker. Mach dich locker und genieße es. Da, 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 da. Das geht doch ins Ohr, nicht? Bring mich bitte einfach um. Es tut mir leid, Charlie, aber ich will mein Gewissen nicht mit noch einer Leiche belasten. Dann lass mich mit meinem Elend allein. Hast du Matt heute schon gesehen? Nö, warum? Habt ihr mal wieder gestritten, wer von euch die hübschere Braut abgeben würde? Ich sag's dir, Matt hat eine gewisse weibliche Grazie an sich. Nee, das ist es nicht. Matt hat sich besoffen und treibt sich jetzt rum. Alles wegen mir. Möglicherweise habe ich ihm echt übel mitgespielt. Ach, Scheiße. Dann weißt du ja, wie das ausgeht. Die Bullen werden ihn wohl mit einem Betäubungspfeil erledigen müssen. Entspann dich. Das wird schon wieder, weil ich ihn finde, bevor er irgendwas Dummes anstellt. Na, klasse. Dann sehe ich euch ja heute Abend in den Nachrichten. Du hast wohl zu tun. Bis später. Also wirklich eine große Hilfe war er nicht. Die meisten sind Klassiker. Da rede ich lieber mit dem Toaster. 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 Red doch einfach nur mit ihm. Das soll ein Supercomputer sein, aber ich weiß nicht so recht, was an dem so super sein soll. Okay, das bringt nichts. Heißt definitiv auch, der Comicbuchladen hat sein Ende gefunden. Bleibt eigentlich nur Clayton Clave. Cave. Warum sei immer Cave? Gott. Ein L zu viel im Satz gewesen. So. Könnt ihr gerne mal unter dem Part schreiben, wie euer Rutsch im neue Jahr war. Und ob ihr auch schön gefeiert habt. Würde mich nämlich interessieren. Ach ja, warte, wir können mal hier erstmal gucken. Seitenstraße? Nichts, okay. Hintertür. Von hier aus kriege ich die nicht auf. Oh, die ist zu. Welch ein Wunder. Das hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, zumindest. Es ist noch ziemlich früh. Die Bar ist noch zu. Okay, Bar ist noch zu. Wo sollen wir dann hin? Wir waren doch überall schon. Warte, ich geh noch hier hin. Nur aus reiner Theorie her. Vielleicht ist ja was in der U-Bahn-Station, aber kann ich mir eigentlich nicht denken. Und wie ich mir gedacht habe, alles wie beim Alten. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie da reinkommen. Komme da was wolle. Können wir hier? Mal nur theoretisch verschlossen. Vielleicht können wir ja, wir hatten doch hier... Da, genau.
Shit, die Karte ist kaputt gegangen. Muss wohl anders hier reinkommen. Matt? Matt, bist du da? Oh Gott. Hey, was soll das Geschrei? Wenn Sie nach Matt suchen, da sind Sie leider zu spät. Was soll denn das heißen? Der ist vor 5 Minuten weg. Der war völlig hinüber und meinte, er geht in die Bar weitersaufen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Man soll Leute nicht an ihren Taten messen. An was denn dann? Naja, an ihrem Aussehen vielleicht. Okay, Matt ist also nicht da, sondern besäuft sich weiter die Hucke voll. Aber wir waren bei der Bar schon. Als zeitmäßig müsste sie jetzt nur ein paar Minuten verschoben haben, aber okay. Ah, was soll's. Mein Knopf steigt da sowieso nicht mehr durch. So. Ist jetzt offen? In der Tat. Oh Gott, hätten wir gleich mit der Karte versuchen sollen. Also. Im letzten Part. Elaine? Scheiße, bist du das? Na, was glaubst du denn? Hallo? Mann, jetzt würde ich sogar Eintritt bezahlen. Wenn du anfangen willst, hier Scherze zu treiben, dafür bin ich nicht in Stimmung. Oh, schlechten Tag gehabt? Kann ich was für dich tun? Was meinst du, ein kleines Tänzchen? Nein, Randall, ich will kein kleines Tänzchen. Kann man nicht mal mit seiner Lieblingsbedienung tanzen? Übrigens, du siehst heute echt ultra scharf aus. Lass es, Randall! Oh, und hör auf, so zu sabbern! Ich bin es so leid, deine Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Aber echt. Entschuldigung, ich... War nur ein Witz, Blödmann. Alter, wie viel denn drauf? Wow, Momo hat sie auch. Jackpot. Vor allem, ihr erinnert euch an den allerersten Part von Randall's Monday, wo wir hier alle saßen, Sally, Matt und Randall. Und sie noch aussah wie gerade vor der Bahn gelaufen, so ein Motto. Nicht böse verstehen, aber... Wie wär's denn mal mit einem Date? Ein Date? Mit wem? Irgendein Freund von dir? Ist der so witzig und so vorkommt wie du? Ja, könnte man so sagen. Wie ist der denn so? Ich bin echt gespannt. Tja, du schaust ihm geradewegs ins Gesicht. Du und ich. Ein Date? Klar. Warum nicht? Du und ich. Wir beide? Klar. Wird sicher lustig. Lustig? Ich müsste so oft duschen wie Meryl Streep in Silkwood, damit ich den Randall-Gestank wieder loswerde. Hey, der war aber echt unter der Gürtellinie. Tut mir leid. Verzeihung. Du hast doch gerade gesagt, dass ich nett und lustig bin. Ach komm schon, Randall. Hast du schon mal was von Sarkasmus gehört? Du und ich zusammen? Bullshit. Du findest mich hässlich, stimmt's? Nein, das ist es nicht. Am Anfang dachte ich, du wärst eigentlich ganz niedlich. Aber als ich dann einen Blick in deine finstere Seele getan habe... Wie bitte? Na komm schon. Du bist Abfall. Das weißt du auch. Okay, du bist schlimmer als Abfall. Du bist wie radioaktive Schlacke. In deiner Nähe zu sein könnte einen umbringen. Hey, was ist dein Problem, Elaine? Was ist deins, Randy? Ich weiß von dir und Sally. Dein bester Freund ist am Boden zerstört und trotzdem versuchst du, mich hier anzumachen? Ich würde dir ans Gesicht spucken, aber mir bleibt echt die Spucke weg. Ja. Weißt du, ich kenne Sally schon sehr lange und ich habe keine Ahnung, wie du sie rumgekriegt hast. Aber eines sollte dir klar sein. Du ruinierst Leuten das Leben. Ich weiß, verdammte Scheiße. Ich will's ja eben wieder gerade biegen. Tja, da bist du ziemlich scheiße drin. Hast du Matt irgendwo gesehen? Leider habe ich das. Er ist schon eine Weile weg. Völlig fertig, der Ärmste. Immerhin war er noch an einem Stück. Das ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen? Der war am Boden zerstört. Den habe ich noch nie so erlebt. Weil du ihn nicht nach X-Men 3 gesehen hast. Aber egal, das meinte ich doch gar nicht, als ich an einem Stück gesagt habe. Verstehe ich nicht. Egal. Hat er irgendwas gesagt? Tja, wir haben eine Weile geredet. Du bist nicht besonders gut weggekommen. Ja, immer die alte Leier. Das ist alles? Dein bester Freund hasst dich und mehr fällt dir dazu nicht ein? Ich versuch's doch wieder gerade zu biegen. Tja, du machst das nicht besonders gut. Glaub mir, es könnte schlimmer sein. Immerhin hat er seine Küche heute noch nicht umdekoriert. Noch nicht. Was? Egal. Konzentrieren wir uns aufs Positive. Ach, es gibt was Positives. Du siehst absolut geil aus. Das ist doch was Positives. Ja, das hast du schon mal gesagt. Lass das bitte, ja? Okay, zurück zu Matt.
Was war los? Tja, er hat alle 10 Minuten Pitcher Bier bestellt, bis er ohnmächtig geworden ist. Dann hat er alle 5 Minuten Pitcher haben wollen. Danach hat er hier alles vollgekotzt und ist gegangen. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Er hat so einiges gesagt, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat also gekotzt. Aber hier riecht's gar nicht nach Kotze. Sehr aufmerksam. Das hat er auf dem Klo erledigt. Auf dem Klo? Komisch. Das passt gar nicht zu ihm. Glaub mir, ich hab's gehört. Wenn 1000 Leute gleichzeitig am Kotzen sind, höre ich Metzgewürge immer noch raus. Okay, also. Alter. Wegen dieser anderen Sache. Du siehst heute echt super aus, Helene. Also echt, echt super. Umwerfend. Die Leier schon wieder? Lass das bleiben. Oh, ich kann nichts dafür. Das ist mein Kopf. Naja, ich muss mich noch um ein paar Sachen kümmern. Ich komme später noch mal vorbei, ja? Kann's kaum erwarten. Übrigens mache ich bald vielleicht sogar mal eine Aufnahmepause. Also ich werde jetzt natürlich noch ein bisschen vorproduzieren, die Tage, die Wochen, die Monate und Jahre. Aber ich werde insofern keine Pause haben, wenn es danach geht. Okay. Ich mache. Spinnst du? Ist ja eklig. Mir ist gerade nicht danach. Mich hat man auch eingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Einmal nochmal zum Guten geben. Da scheint irgendwas unter der dicken Schicht Kotze zu sein, die sicher von Matt stammt. Aber was ist das? Spinnst du? Haben wir vielleicht... Nee. Oder... Ah, warte mal. Dafür ist das nicht... Okay, schon gut. Holy Macaroni. Das muss nicht geschraubt werden, okay. Können wir damit was anfangen? Muss ich gar nicht. Da scheint irgendwas unter der dicken Schicht Kotze zu sein, die sicher von Matt stammt. Aber was ist das? Aber was ist das? Ja, was ist das bloß? Vor allem, wir haben auch gar nicht mal mehr diese kleine Klitterte mit Sardinen oder sowas, also mit Fisch verschmierten Zeitungsfetzen, ne? Fällt mir mal so nebenbei auf. Und irgendwie finde ich auch hier nichts, was womit ich logischerweise nachgedacht würde. Das ist keine gute Idee. Maßband? Da muss nichts gemessen werden. Zeitung? Das ist einfach nur... Dumm, okay. Polizeimarke? Blöken. Hammer? Ich glaube nicht, dass das... Auf eine Kapsel? Lieber nicht. Okay, finde ich auch besser so. Feuerlöscher? Damit will ich den Feuerlöscher nicht... verwenden, okay. Aber warum, warte mal, wir haben den Feuerlöscher noch. Also wir bekommen irgendwo noch mal die Möglichkeit, den einzusetzen. Gelande. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Wir haben immer noch diesen vermaledeiten Verkehrskegel. Okay, ich guck mal gerade, ob wir... Ich verstehe das einfach nicht. Na egal. Nö, hier ist niemand. Schütze, alles mögliche, aber kein Matt. Schnell zu Matt eilen. Dann erstmal auf der Hoffnung, dass Matt noch da ist, oder? Die kriege ich nicht. Die Tür ist abgeschlossen und ich glaube, Matt ist gar nicht... Mann, ist mir schlecht gerade. Mir dreht sich ein bisschen der Kopf. Ich glaube, ich kotze auch gleich hin. Egal. Naja, aber erstmal gucken. Mal sehen, ob... Nee, okay, ist wenigstens aus dem Haus. Aber es hilft uns immer noch nicht weiter. Moment mal! Oh oh.
Sag nicht, dass ich jetzt richtig liege und er auf dem Dach ist. Hä? Die Tauben liegen ganz anders. Mann, ich könnte mir sonst was holen. Ich sollte wohl Schuldgefühle haben, schätze ich. Die Tauben, warte mal. Die Tauben liegen anders, das steht fest, aber warum? Keine Ahnung. Es muss ein besseres. Es muss ein besseres. Die kann ich. Okay. Puh, okay. Das erste ist schon mal, er ist nicht auf dem Dach und er versucht auch nicht vom Dach zu springen. Jetzt versuchen wir Nummer 2. Die Fenstergeschichte. Oh. Kuchen. Mmh, das riecht echt gut. Und wieder hoch. Wieder rein. Ein Stück Kuchen essen vielleicht. Mrs. Grozer hat Kuchen gebacken. Kuchen, Kuchen. Für wem können wir jetzt den Kuchen verwenden? Oder mit wem? Das ergibt irgendwie mir immer noch keinen Sinn. Kommen wir an den Handschuh ran? Ich komm nicht. Ja gut, dann kommt mal wieder der hier an die Aufgabe. Das Ding sollte ich mir patentieren lassen. Ist echt cool. Okay. Wir haben Handschuh. Wir haben Handschuh. Moment mal. Na, ich habe so eine kleine Vermutung, was wir da machen könnten. Hier hin. Oh Gott. Wir haben Handschuh. Was können wir mit dem Handschuh machen? Klar, etwas anfassen, was wir ohne Handschuhe ekelhaft finden. Ist ja sowieso schon schlimm genug, Kotze an manchen Stellen abzuräumen oder wegzuräumen. Oh, das hier wird mich für immer verändern. Oh, Alter, das Geräusch, nee. Warum steckt das denn? Oh nein! Sieh mal einer an. Matt ist also zu Dr. Johnson. Da muss ich dann wohl auch mal wieder hin. Ja, okay. Oh, das Geräusch, das ist... Nee, tut mir leid, aber ehrlich, das hätte nicht sein müssen, der Telek. Könnt ihr das vielleicht ändern, dass da nicht so ein komisches Geräusch... Ach, ich will mir vor allen Dingen nicht vorstellen, wie die auf die Idee gekommen sind. Sie sind wahrscheinlich so im Büro. Hey, wir brauchen noch ein tolles Geräusch für die Toilette. Und dann nimmt sie so ihre eigene Haustoilette und punchen da irgendwie herum. Oh, keine Ahnung. Ah, Themawechsel zum Psychologen. Oh Gott. Ach, die typisch wieder. Ich glaube, ich mache dann passenderweise für die Folge so ein Foto. So, und jetzt egal, dass da draußen das dran ist. Ich will nicht nur mehr Ärger, okay. Wow. Warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Spielchen, ne? Na, dann kann ich nicht einfach so rein. Er braucht die Maske. Mal sehen, ob die Kuchen wollen. Ich gebe den Kuchen nur... Warte, was soll ich sagen? Ich gebe den Kuchen nur her, wenn jemand Geburtstag hat. Und selbst dann. Okay, warte mal. Was können wir mit dem Kuchen anfangen? Wir haben ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Also wir müssen definitiv in die Praxis, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Maske. Ich passe. Okay, die wollen mir nicht helfen, Comicbuchladen, kann ich vergessen. Boah. Reynolds Bude ist nichts. Und Merle Shop muss ich mal gucken. Ich gehe mal zu Merle. Auch wenn ich meine, dass das uns nichts weiterbringt. Nichts weiterbringt, Entschuldigung. Aber ein Versuch ist ja wert. Weil sonst war ja auch nicht, mit wem ich den Kuchen da austauschen kann.
Ich gebe den Kuchen nur her, wenn jemand Geburtstag hat. Und selbst dann. Warte mal. Laminierte. Ah, oh, ich bin so... Es ist eine laminierte Karte. Okay, keine Ahnung. Ich habe so die Vermutung, dass jetzt laminiert gleich stabiler und so, ne? Aber wir werden es ja sehen. Schnell hoch. Schnell die laminierte Karte gezückt. Ja, nein. Oh, komm, ist das echt... Oh, mein Kopf, ne? Tut mir leid, es ist halt... Es ist halt halt einfach eigentlich, ne? Aber doch ist es wieder so schwer, ne? Gleichzeitig. Okay, noch hat er nichts geschrieben. Muss. Okay, er muss der Verdünnung widerstehen. Den fasse ich lieber nicht an. Kühlschrank ist auch... Alter, vorhin, Mixer, Ofen, Kühlschrank. Dann irgendwie mit der Schere und dann... Keine Ahnung was. Die Mikrowelle, ist die denn... Nutzlos. Das Ding ist schon lange hinüber. Oh Gott. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Können wir aus dem Fenster? Warum nehme ich nicht einfach die Tür, wie jeder normale Mensch auch? Ah, okay. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Können wir vielleicht... Eher nicht. Okay, ja, mir ist klar, der Kuchen ist schon gebacken, aber... Hätte ja sein können. Haben wir hier noch irgendwas, was wir irgendwie in irgendeiner Form... Kein Interesse. Ich sollte hier keine Unordnung machen. Sally wird sonst sauer. Oh Mann, mich macht immer noch das hier ganz schön fertig. Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl das schon eine Fantasie von... Ja, okay. Spiegel gucken. So. Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Ja. Das gehört... Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall... Passt gerade. Dieses Sofa hat schon viel erlebt. Aber kümmern wir uns um Zukünftiges, nicht um die Vergangenheit. Okay. Wir haben Kuchen, wir haben... Oh Gott, bitte sag mir jetzt nicht. Damit will ich den vor... Okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Eher nicht. Okay, also es steht fest, wir müssen es nicht kombinieren. Der Rest fällt auch sofern weg. Von der Logik her. Können wir vielleicht... Mrs. Gross? Okay, in die Wohnung kommen wir. Aber bringen tut uns das nicht. Oh, ich hasse es. Ich gebe den Kuchen nur her, wenn jemand Geburtstag hat. Und selbst dann. Oh Gott, das ist... Also ey, irgendwie mein Gehirn arbeitet zwar auf Hochtouren gerade, um herauszufinden, was wir machen sollen. Aber leider wird das nicht. Daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Zeit. Und ciao.